Ja, willkommen zurück auf Bühne 4. Wir sind bei unserem letzten Slot auf Bühne 4. Auf den anderen Bühnen geht es nachher noch weiter. Und wir haben jetzt einen Vortrag von Stefan Keller zum Thema online-basierte Weiterbildung am Beispiel von QGIS in verschiedenen Kontexten, in der Schule, an der Hochschule. Ich freue mich auf den Vortrag und wünsche euch und uns allen viel Vergnügen. Bitte, Stefan. Hallo und danke vielmals für die Einführung. Wie gesagt, geht es um online-basierte Weiterbildung in Zeiten der Pandemie, ja hochaktuell. Eine Stunde Demo-Session. Das Programm von dieser Demo-Session ist, dass ich das ein bisschen einführe, was online-basierte Weiterbildung ist, was ich darunter verstehe. Und dann werde ich Open School Maps, ein kleines Open Educational Resource Projekt vorstellen. Ein kleines, aber feines, das ich gegründet habe vor ein paar Jahren. Und dazu gibt es eben Arbeitsblätter zu QGIS in Form von PDFs und HTML online und frei nutzbar für eben diese Zielgruppe Schüler, ältere Schüler ab 16 Jahren so ungefähr und Studierende, Quereinsteiger in Geoinformationstechnologien. Und dann werde ich in der zweiten Hälfte zwei Videos zeigen, zwei um exakt zu sein. Und die sollen zeigen, wie die Lösung denn wäre. Also es ist sozusagen auch eine neue Einführung von Videos auf diesem Portal. Die werden da dort dann publiziert werden, also exklusiv seid ihr die Ersten, die das sehen werden. Weitere Beteiligte an dieser Demo-Session ist jemand von opengis.ch, der Fabian, der die Videos aufgenommen hat. Das ist also hier die Firma, Schweizer Firma, die sich spezialisiert hat auf Geoinformationstechnologien. Die sind Kernentwickler in QGIS, beraten und schulen zu GIS und QGIS und geben auch Support und Wartung und entwickeln Fachschalen. Nun, online-basierte Weiterbildung. Online-basierte Weiterbildung mit so ikonisch rechts oben eine Lernende, eine Selbstlernende oder also könnte auch eine Schülerin sein. Das, was versteht man darunter? Das sind alle Formen von Lernen, bei denen elektronische und digitale Medien für die Präsentation und Distribution von Lernmaterialien zum Einsatz kommen. Hier meine ich vor allem Lernen am Computer vom Homeoffice aus. Und zwar sei es alleine oder dann mit einem Coach. Blended Learning ist ein Lernmodell, mit dem computergestütztes Lernen, zum Beispiel über das Internet und Frontalunterricht, kombiniert werden. Das habe ich ein bisschen zurechtbiegen müssen, weil Frontalunterricht kann nun on-site sein, wie bisher, oder aber neu online. Und dann gibt es noch eine Neuerung, die seit einigen Jahren in den didaktischen einschlägigen Gremien dann diskutiert wird. Das ist der auf Englisch Flipped Classroom, der umgedrehte Unterricht oder eben nochmals auf Neudeutsch Inverted Classroom. Das ist eine Unterrichtsmethode des integrierten Lernens, in der die Hausaufgaben und die Stoffvermittlung vertauscht werden, insofern als die Lerninhalte zu Hause von den Lernenden erarbeitet werden, zuerst und dann erst die Anwendung im Unterricht geschieht, sozusagen die Vertiefung. Und das habe ich auf der nächsten Folie festgehalten. Visualisiert gekriegt. Also oben haben wir den traditionellen Ablauf, den Klassenzimmer lernen. Man kommt ins Klassenzimmer,
beginnt der Dozent im Frontalunterricht, der Coach, der vermittelt eine Theorie und die Praxis, die Hands-on-Übungen sind nachher zu Hause oder als Hausaufgaben. Und das ist also der klassische Ansatz, den würde ich jetzt instruktororientiert oder kontrolliert sagen. Der Instruktor kontrolliert die Geschwindigkeit. Die ganze Klasse muss zuhören, die ganze Klasse muss warten, wenn er sagt oder eine Pause macht, der Coach. Das ist anders beim unteren Approach, beim Flipped Classroom. Dort ist die Lernphase individuell mit Lernmaterialien und die sind gegeben. Man könnte auch diskutieren, wie viel da vorgegeben sein soll, aber da steht jetzt Given Study Material. Wir sind also vorgegeben, der Lerner, die Studierende, die Schülerinnen und Schüler, die eignet sich also etwas an, selbstständig, und kommen dann erst in den gemeinsamen, eben ich habe dem gesagt, sie treffen sich dann zum Frontalunterricht gemeinsam, on-site oder online im Klassenzimmer und diskutieren dann, was sie verstanden haben und was sie nicht verstanden haben und noch mehr dazu wissen wollen. Und nach der Lektion kann man das nochmal vertiefen und dann kommt allenfalls die Lernkontrolle. Das wäre dann eben lernerkontrolliert, zumindest für die wichtige Phase before the class, vor dem Frontalunterricht, vor dem gemeinsamen Event hier in the classroom. Und remote blended learning betont nun, dass eben das Ganze vollständig vom Homeoffice aus abläuft. Das heißt, der oder die Teilnehmer, die erhält eine Anmeldebestätigung beim Anmelden des Kurses zusammen mit einem Lernauftrag. Das ist das Wichtige hier. Das wäre also in der Phase vor dem gemeinsamen Event. Vor dem gemeinsamen Event wird jeder in dieser individuellen Lernphase die Arbeitsblätter im Falle auch von Open School Maps durcharbeiten und gegebenenfalls eben neu im Falle von Open School Maps auch Videos sich zu Gemüte ziehen. Und am Vortag des Arbeitstreffens spätestens muss eine Einsendeaufgabe als Selbstreflexion eingesandt werden und kann dann kontrolliert werden vom Coach. Beim Arbeitstreffen on-site oder online, eben in dem Fall remote online, gestaltet sich dann der Ablauf nach den Fragen, die Schülerinnen und Schüler haben und die sich eben aus der individuellen Lernphase ergeben haben. Und dann kommt eben nochmals die Nachbereitung und gegebenenfalls Lernkontrolle, wie soeben gezeigt. Nun, eines der wichtigeren zwei Folien hier sind die Erfahrungen vom Institut für Software am GeoMetaLab, vom OSCampus. Wir haben das schon mehr als einmal getestet, in einem Zweitageskurs, einem Webinar als QGIS Einstiegshilfe, eine Hilfe zur Selbsthilfe, sowie als Einstieg ins Verständnis der Bedienung von QGIS Desktop. Das ist genau übrigens eben der Stoff, der abgedeckt ist von besagtem Open School Maps, das ich gleich zeigen werde und zu dem es, wie gesagt, auch Videos zu zeigen gibt, demnächst. OpenGIS, die Firma ganz in der Nähe in Zürich, die bietet ebenfalls Weiterbildungskurse an, online und in Präsenz, und haben das also schon eben getestet ebenfalls an QGIS-Einsteigerkursen, QGIS-Fortgeschrittenen-Kursen und so weiter. Zum Teil auch hier übrigens. Nun, die zweite wichtige Folie, wo ich was rein an Erfahrung festgehalten habe. Vor allem bei In-Person-Situationen ist es wichtig, dass man Zeit gibt, das Tempo drosselt, die Aufgaben in Breakout-Rooms gibt und dann eben, dass die Interaktion gefördert wird. Der Coach, der hat die Kamera immer ein, die Teilnehmer sollen die Kamera mindestens zu Beginn einschalten.
Man soll Online-Abstimmungen einstreuen, jetzt Sicht des Coaches, die Teilnehmer persönlich ansprechen und den Bildschirm teilen und führen und nicht übernehmen. Dazu habe ich noch zusätzlich auch den Tipp, dass man sich zu Hause natürlich den Tag einteilt, sich von Ablenkungen frei hält, alle Geräte ausschaltet, die nicht, also jetzt an die Teilnehmer aus Trainersicht natürlich, die Geräte ausschaltet, die nicht nötig sind, sich nicht von Social Media ablenken lässt. Das möchte ich hier noch ergänzen. Die Folien werden wahrscheinlich abgegeben und die werde ich noch aktualisieren, was ich jetzt noch dazu gesagt habe. Nun, was ist Open School Maps? Es ist ein kleines Projekt zur Förderung offener Karten im Unterricht und ganz allgemein von Geoinformationstechnologien und der Datenbanken und so weiter. Es spricht eben Jugendliche ab 15 Jahren an bis zu eben Studenten, Quereinsteiger bis 20, 22 Jahre oder aber allgemein Selbstlerner jeglichen Alters. 2019 hat diese kleine Webseite, dieses kleine Portal, einen Award gewonnen in der Kategorie Best Open Education Project. Und das kleine Projekt hat auch ein schönes Logo gekriegt, das im Rahmen der DINACON entstanden ist, von Freiwilligen dann für gespendet sozusagen. Das ist die Webseite, die man sieht, wenn man openschoolmaps.ch oder openschoolmaps.org eingibt. Da gibt es unten, gibt es zuerst bei Home, landet man bei News und das Wichtigste steht bei Unterrichtsmaterialien. Da geht es dann los mit Kapiteln, OpenStreetMap als Kartenviewer und da weiter unten geht es weiter mit OpenStreetMap zum selber analysieren oder selber beitragen. Unter anderem gibt es da ein Unterrichtsmaterial zu, ich glaube, das habe ich auf der nächsten Folie schön zusammengefasst. Ich gucke gleich, genau, das kommt noch, was es alles an Inhalten hat. Also, es geht um offene Daten von OpenStreetMap bis Open Source Software. Es sind eben Unterrichtsmaterialien, Arbeitsblätter einerseits extra für Lehrpersonen aufbereitet, also aus Lehrperson-Sicht mit einer Einleitung, mit Vorbereitungstipps und dann die eigentlichen Arbeitsblätter mit Lösungen separat für Lernende. Und eben diese Lösungen, zwei davon, um genau zu sein, für QGIS wurden nun eben neu auch als Video zur Verfügung gestellt und aufgearbeitet. Die Webseite bietet HTML und PDF zum Download an. Das ist alles frei zugänglich, ohne Passwort, ohne nichts. Darum nennt man es Open Educational Resource. Man kann die Rohtexte auch im Originalformat anpassen. Das ist da ASCII-Doc, ein Markdown, ein Markup-Format. Zurzeit sind mehr als 26 Arbeitsblätter zu OpenStreetMap, zu UMAP, dem Karteneditor, zu QGIS und zu Superset, einem Dashboard, einem Open-Source-Dashboard, sind verfügbar. Und gerade rechtzeitig noch zur FOSGIS hier in Rapperswil virtuell ist ein weiteres Arbeitsblatt noch publiziert worden, mit dem Titel Rendering Point in QGIS, also das Darstellen von massiven Geodatenpunktdaten. Das ist das jüngste Arbeitsblatt, das da ergänzt worden ist auf der kleinen Webseite Open School Maps. Die aktuellen Inhalte sind, wie schon mehrmals angedeutet, eben, es beginnt mit OpenStreetMap einfach nutzen, um im Alltag nutzen. Und dann geht es weiter, OpenStreetMap-Daten über Overpass herunterladen. Und dann geht es weiter mit Daten beziehen und in QGIS 3 nutzen. Und ein weiteres Kapitel, da geht es um eigene Kartenstellen mit UMAP, dem Karteneditor. Also in mehrfachen Variationen einen Lageplan erstellen, zum Beispiel um ein Schulhausfest zu planen, auf dem Sportplatz zum Beispiel.
Ein anderes Arbeitsblatt befasst sich mit Online-Story-Map, mit Bildern, also sozusagen ein Stadtrundgang, den da Schülerinnen und Schüler oder selbst Lerner machen oder die Lehrer natürlich, Lehrerinnen und Lehrer machen könnten. Und dann gibt es noch ein wichtiges Arbeitsblatt, um Online-Karten zu erstellen. Plus noch eines, das ich jetzt nicht aufgeführt habe, separat eines zum Klima, ein Postenlauf. Ein Klimapostenlauf, eine Art Schnitzeljagd draußen. Und ein weiteres Arbeitsblatt befasst sich mit sogenannten Mapathons oder Mapping Parties. Das ist sozusagen, wird da verraten, wie man mit und für OpenStreetMap eine Mapping Party oder einen Mapathon durchführt in verschiedenen Zeiträumen, mindestens 2 Stunden, einen ganzen Nachmittag oder einen ganzen Tag, mit Tipps für Lehrer und mit Unterlagen für Schüler, Cheat Sheets, so Spickzettel und so weiter. Dann eben das Apache Superset-Projekt als Datenvisualisierungs- und Publikationswerkzeug, mit dem man ganz einfach Daten in einem Dashboard scheren kann. Voraussetzung ist jedoch, dass man Zugang hat zu so einer Web-Applikation. Die starten wird jeweils für die Kurse. Das lässt sich eben selber installieren, ist ja Open Source. Also es ist sehr einfach zu installieren, dank Dockerisierung, sodass man das also eben auch für sich in der eigenen Organisation einsetzen kann. Und schließlich und endlich eben QGIS 3 und eine Einführung in Geoinformationssysteme. Eine ganze Reihe in 5 Kapitel. Das ich gleich nachfolgend gleich hier jetzt zeigen möchte. Also das ist so eine klassische Einführung in GIS, wie sie in einem Gymnasium oder eben auch an einer Schule oder aber eben als Selbstlerner, als Einsteiger eben hier gezeigt werden könnte. Das beginnt was mit Theorie, was ist ein Geoinformationssystem, geht dann und hat dann immer jeweils Testfragen drin und ganz am Ende auch Aufgaben, und die man nicht gleich sieht, deren Lösung man nicht gleich sieht. Dazu gibt es dann ein separates Lösungsblatt. Also dazu zu jedem Kapitel gibt es also 3 Blätter, eines für den Lehrer, eines für den Lernenden und eines mit Lösung zum Kapitel jeweils. Das 2. Kapitel, da geht es um Geodaten und dann geht es eben ans Angemachte, wo dann spätestens QGIS ins Spiel kommt. Da geht es um die Erfassung und Verwaltung von Geodaten. Was ist ein Datentyp? Zum Beispiel, wie kann man eine Datei ins QGIS laden? Was ist ein QGIS-Projekt und so weiter? Kommt gleich also in real das Video dazu. Das 2. Video, das ich zeigen werde, das befasst sich mit Analyse von Geodaten und dann zeitlich nicht mehr hat es gereicht fürs letzte Kapitel, wo es dann schließlich um die Präsentation geht. Also EVAP sagt man ja, Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation von Geodaten, so diese Pfeiler der GIS, einer fast jeden GIS-Einführung. Nun geht's also bald zu den Videos. Wie schon gesagt, die Arbeitsblätter 1 und 2 zeige ich nicht. Da geht's um Theorie eher und nachfolgend, also jetzt direkt die Kapitel 3 und 4 gleich hintereinander. Das 1. Kapitel wird circa 16 Minuten dauern und das 2. 12 Minuten. Es gibt jetzt einen kleinen Übergang zu den Videos und die werden dann demnächst auf OpenStreetMap Maps, wie gesagt, geplant. Wir werden nun die QGIS-Übung zu Teil 3, Verwaltung und Erfassung von Geodaten, durchgehen. Zuerst werden wir uns die Daten anschauen, die uns zur Verfügung stehen. Dazu gehen wir in den Ordner Teil 3 der Übungsdaten. Hier finden wir die Textdatei hauptorte.txt.
Wir öffnen diese mit einem beliebigen Texteditor. Wir sehen hier in der obersten Zeile die Attributnamen, Hauptorte, Hauptort, Kanton, Kürzel, sowie die Bezeichnung der Koordinaten, X-Koordinate, Y-Koordinate. In den folgenden Zeilen sehen wir die erfassten Objekte mit den Attributen als Text und den Koordinaten. Wir sehen auch, dass die Daten kommasepariert sind. Wir können nun diese Datei wieder schließen und gehen zum GIS-Projekt von Teil 2, das wir gespeichert haben. Wir öffnen es, die Schweiz, QGZ, um es weiter zu bearbeiten. Wir sehen hier die drei Layer aus der vorherigen Übung. Wir sehen Kantonsgrenzen und die Übersichtskarte der Hydrogeologie. Wir wollen nun einen vierten Layer hinzufügen mit den Daten, die wir eben angeschaut haben. Dazu gehen wir in der Layer-Verwaltungswerkzeugleiste auf Textdatei als Layer importieren. Nun, wir wissen bereits, dass wir kommagetrennte Werte haben. Ich gehe nun auf Datei suchen und wähle aus dem Ordner Teil 3 die Datei Hauptorte TXT. Ich öffne diese und ich sehe bereits, dass QGIS die Koordinatenfelder richtig erkannt hat. X-Koordinate als X-Feld und Y-Koordinate als Y-Feld. Weiter sehe ich hier unten bereits eine Vorschau der Daten. Das sieht gut aus. Ich klicke nun auf Hinzufügen, um die Daten zu übernehmen. Nun kann ich das Fenster schließen. Nun wollen wir nochmals die Attribute anschauen für den neuen Layer. Das hier unter Attributtabelle auf diesem Symbol. Und wir sehen, dass das genauso aussieht wie die Textdatei, die wir eben angeschaut haben, mit Hauptort, Kanton und Kürzel und den Koordinaten. Ich schließe die Attributtabelle wieder. Ebenfalls sehen wir, dass die Objekte bereits auf der Karte sichtbar sind. Hier die Hauptorte als Punkte dargestellt. Nun wollen wir aber auch die Beschriftung zu diesen Hauptorten auf der Karte sichtbar haben. Dazu gehen wir auf, mit Rechtsklick auf den Layer Hauptorte, gehen auf Eigenschaften und können nun die Eigenschaften des Layers bearbeiten. Wir wollen nun als erstes die Beschriftungen einblenden, dazu auf den Reiter Beschriftungen gehen, dann aus der Auswahl einzelne Beschriftungen auswählen und es schlägt mir hier schon als Beschriftungswert den Hauptort vor, das ist das, was ich will. Beides kann man hier die Beschriftung formatieren, Schrift, Positionierung. Ich schaue mal, wie es jetzt schon aussieht. Gehe dazu auf Anwenden und ich sehe hier bereits die Beschriftungen erscheinen. Und ich denke, das ist schon mal ganz gut so. Außer vielleicht die Positionierung ist ein bisschen zu nah am Punkt für meinen Geschmack. Ich gehe hier auf den Reiter Platzierung und stelle hier mal 0,5 mm ein.
Das ist die Entfernung zum eigentlichen Objekt. Gehe auf Anwenden und ich sehe, das ist schon ein bisschen besser ersichtlich. Gehe vielleicht auf den Knopf. Das ist gut. Dann 1 mm. Sehr gut. Somit bin ich zufrieden mit dieser Einstellung. Allerdings sind mir die Symbole auch ein bisschen schlecht sichtbar. Ich gehe hier auf den Reiter Symbolisierung ganz links und wähle hier anstelle vom einfachen Punkt hier den Topo Pop Capital. Schauen wir das mal an. Das sieht doch gut aus. Das übernehme ich. Dazu klicke ich auf OK. Nun als nächstes wollen wir den Kantonsgrenzen-Layer etwas verschönern. Wir gehen hier wiederum mit Rechtsklick auf Kantonsgrenzen, auf Eigenschaften. Und nun wollen wir die Farben anpassen. Ich gehe hier wiederum auf den Reiter Symbolisierung. Dann auf einfache Füllung und ich will hier ein helles Gelb als Füllung für die Kantone haben. Gehe dazu in der Füllfarbe, wählen hier im Farbensuchfeld jetzt einfach ein gutes Gelb wählen. Ist hier noch ein bisschen heller. Das finde ich gut. Weiters wollen wir eine orangene Strichfarbe. Dazu gehen wir für das Feld Strichfarbe die Farbe aussuchen. Wir müssen hier erstmal heller stellen und dann gehen wir im Farbensuchfeld ein gutes Orange suchen. Das passt. Ich gehe unten auf Anwenden, um zu schauen, wie das mal aussieht. Ich denke, das sieht gut aus und ich übernehme die Einstellung. Als nächstes wollen wir noch die Seen schöner darstellen. Dazu Rechtsklick auf Seen, Eigenschaften. Und wiederum auf den Reiter Symbolisierung. Nun, diesmal wollen wir eine zweiteilige Füllung. Dazu gehen wir hier auf das Symbol Layer hinzufügen, Plus-Symbol. Fügen eine zweite Füllung hinzu. Wir wollen die untere Füllung hellblau ausgefüllt. Dazu gehen wir wiederum im Farbensuchfenster ein gutes Hellblau aussuchen. Das sieht gut aus. Die Oberfüllung wollen wir dunkelblau. Das belassen wir gleich so als Füllfarbe. Weiters wollen wir hier den Füllstil nicht ausgefüllt, sondern Dichte 4. Und die Strichfarbe wollen wir dieselbe wie die Füllfarbe. Dazu gehen wir wiederum in die Füllfarbe, kopieren den HTML-Notationswert für die Farbe. Ich kann das Fenster wieder schließen. Ich habe den Wert kopiert und ich füge ihn wiederum bei der Strichfarbe ein als HTML-Notationswert. Klicke auf OK und ich sehe, ich habe hier dieselbe Farbe. Weiters wollen wir die Strichbreite hier 0,4 mm
Das stimmt. 1,5 mm ist bereits gegeben. Und wir schauen mal, wie das aussieht. Klicken auf Anwenden. Das sieht gut aus und ich übernehme die Einstellung. Nun wollen wir uns weiter mit dem Seen-Layer befassen. Wir werden uns nun das Cookies-Suchfeld zunutze machen. Wir können Ctrl-K drücken auf der Tastatur. Somit aktivieren wir das Suchfeld und wir sehen hier, das ist eine Suche durch alle möglichen Cookies-Operationen. Wir können hier verschiedene Kategorien suchen, zum Beispiel Aktionen, Rechner, Verarbeitungsalgorithmen. Wir wollen ein bestimmtes Objekt aus unserem Layer suchen. Wir gehen hier auf Objekte des Layers, wir können Enter drücken und wir sehen, im Suchfeld wird ein F eingeben, das können wir auch selbst eingeben. Nun sind wir interessiert am Greifensee, wir fangen einfach an zu tippen, Greif, wir sehen schon, der Greifensee ist hier ausgefällt, ich drücke Enter und ich werde direkt zum Greifensee geführt. Also Ctrl-K, das Cookies-Suchfeld ist ein sehr nützliches Tool. Nun als nächstes wollen wir in unserem Seen-Layer weitere Objekte hinzufügen. Und zwar sind das zwei weitere Seen, der Lungernsee und der Weggetaler See. Dazu müssen wir zuerst unseren Seen-Layer in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das tun wir, indem wir rechtsklicken auf den Layer und dann auf Bearbeitungsstatus umschalten. Nun wollen wir anhand der hydrogeologischen Karte die neuen Objekte hinzufügen. Dazu müssen wir die Kantonsgrenzen ausblenden. Wir haben hier immer noch den Seen-Layer aktiviert. Wir wählen nun aus der Digitalisierungswerkzeugsleiste das Tool Polygonobjekt hinzufügen. Nun zoomen wir herein, hier in die Nähe des Lungernsees. Und hier, wir sehen es auch in der Legende der Übersichtskarte, hier die weißen Pixel sind der See, dies hier ist der Lungensee. Mit dem Polygon-Tool und einem Linksklick setze ich den ersten Punkt des Polygons. Mit weiteren Klicks kann ich nun den weißen Pixeln entlang das neue Vektorobjekt aufnehmen. Ich sehe ungefähr, so ein bisschen abgerundet. Und mit einem Rechtsklick kann ich das Polygon schließen. Sobald ich den Rechtsklick ausführe, erscheint hier die Attributtabelle, wo ich die Attribute einfügen kann. Welche hier sind: Lungensee, es ist ein Speichersee, der 688 Meter über dem Meer gelegen ist, 68 Meter tief ist und ein Volumen von 0,065 Kubikkilometer aufweist, sowie eine Fläche von 2,01 Quadratkilometer. Ich klicke auf OK und ich sehe hier das neue Polygon als neues Objekt in meinem Seen-Layer. Nun, den zweiten See in der Aufgabe werde ich jetzt nicht noch vorzeigen. Den könnt ihr dann auch noch entsprechend aufnehmen. Das ist der Weggetaler See, dieser See hier.
Ich werde aber jetzt hier das Bearbeiten beenden mit dem Klick auf Bearbeitungsstatus umschalten. Es kommt die Frage, sollen die Änderungen am Layer sehen gespeichert werden? Also die Objekte werden immer erst gespeichert, wenn ihr den Bearbeitungsmodus beendet. Ich sage jawohl, speichern. Und somit haben wir das erste Objekt zu unserem Seen-Layer hinzugefügt. Ich speichere noch das ganze Projekt. Und wir sind somit am Ende dieser Übung. Wir hören nun die QGIS-Übung Teil 4, Analyse von Geodaten, durchspielen. Dazu öffnen wir wieder das GIS-Projekt von letzter Übung, die Schweiz QGZ. Wir werden nun die QGIS-Übung zu Teil 3, Verwaltung und Erfassung von Geodaten, durchgehen. Zuerst werden wir uns die Daten anschauen, die uns zur Verfügung stehen. Dazu gehen wir in den Ordner Teil 3 der Übungsdaten. Hier finden wir die Textdatei Hauptorte TXT. Wir öffnen diese mit einem beliebigen Text. Wir werden nun die QGIS-Übung Teil 4, Analyse von Geodaten, durchspielen. Dazu öffnen wir wieder das GIS-Projekt von letzter Übung, die Schweiz QGZ. Wir wollen nun eine einfache Abfrage auf dem Vektorlayer Seen ausführen. Dazu Rechtsklick auf den Vektorlayer Seen, Attributtabelle öffnen. Nun wollen wir wissen, welche Seen mit Lago im Namen beginnen. Das können wir am einfachsten über alle Objekte anzeigen, Felder, Filter, Name ausführen. Hier können wir ganz einfach die Insel tippen. Mit Enter bestätigen. Wir haben hier einen Filter mit den zwei Seen Lago di Lugano und Lago Maggiore. Ich kann diesen Filter auch auswählen und sieht, wie es in der Karte gehighlightet wird. Wir löschen diesen Filter wieder. Nun wollen wir als nächstes wissen, welche Seen tiefer als 100 Meter sind. Für diese etwas kompliziertere Abfrage nutzen wir Objekte über Ausdruckquellen. Wir können nun hier aus Felder und Werte das Feld maximale Tiefe auswählen und können hier angeben, dass wir es filtern wollen nach größer 100 Meter. Dann können wir hier bestätigen mit Objekte wählen. Und wir schließen dieses Fenster. Wir sehen hier, dass 11 Seen tiefer als 100 Meter sind. Wir können nun die Attributtabelle wieder schließen. Die Auswahl behalten wir. Nun wollen wir eine noch etwas kompliziertere Abfrage starten. Wir wollen wissen, welche Seen sind tiefer gelegen als 400 Meter über dem Meer. Haben eine Fläche größer als 20 Quadratkilometer. Dazu gehen wir im Menü auf Datenbank und öffnen die DB-Verwaltung. Hier können wir den virtuellen Layer ausklappen, Projektlayer wählen und wir sehen hier unsere Layers. Wir öffnen nun das SQL-Fenster und schreiben unsere Abfrage SQL. Nun können wir unsere Abfrage ausführen.
Und wir sehen, dass 11, 4 Seen unserer Abfrage entsprechen. Wir können nun die DB-Verwaltung wieder schließen. Nun wollen wir eine räumliche Abfrage starten. Wir wollen wissen, in welchen Kantonen ein See ganz innerhalb liegt, der tiefer als 100 Meter ist. Dazu gehen wir im Menü Vektor und der Data Management Tools auf Attribute nach Positionen zusammenfügen. Wir wollen wissen, wie viele Kantone einen See vollständig enthalten, der tiefer als 100 Meter ist. Dazu wählen wir als Grundlayer Kantonsgrenzen. Der Grundlayer ist immer der Layer, in dem die Objekte selektiert werden sollen. Wir verknüpfen ihn mit dem Layer Seen und wählen nur gewählte Symbole, um unsere Vorauswahl zu berücksichtigen. Als topologische Operation wählen wir Enthält. Weiter wollen wir einen Verknüpfungstyp 1 zu 1 und alle Datensätze verwerfen, die nicht verknüpft werden konnten. Nun können wir unsere Abfrage starten. Wir können nun das Fenster schließen und den neu erstellten Layer inspizieren. Dazu öffnen wir die Attributtabelle. Wir sehen, dass nur ein Kanton einen See vollständig enthält, der tiefer als 100 Meter ist. Als nächstes wollen wir herausfinden, welche Seen zu mehr als einem Kanton oder Land gehören. Wir machen wieder eine räumliche Abfrage. Wählen diesmal als Grundlayer Seen, alle Seen. Dazu verknüpften Layer Kantonsgrenzen. Die topologische Operation ist Overlaps. Verknüpfungstyp 1 zu 1 wie zuvor. Und wir starten die Abfrage. Wir sehen, 12 Seen erfüllen diese Bedingung. Als nächstes wollen wir für den Kantonslayer ein neues Feld mit bestehenden Attributen berechnen, und zwar die Einwohnerdichte. Wir öffnen dazu die Attributtabelle der Kantone. Und wählen oben aus dem Menü Feldrechner öffnen. Wir wollen ein neues Feld anlegen und nennen es Dichte. Der Feldtyp Ganzzahl Integer belassen wir und alles restliche auch. Nun schreiben wir die Berechnungsformel in das Ausdrucksfeld. Int, wir wollen als Ausgabewert eine ganze Zahl, ein Integer. Und die Formel ist Einwohner geteilt durch Fläche. Nun können wir die Berechnung starten. Wir kriegen hier unser neues Feld. Dichte. Und wir haben hier ungefähr 150.000 durch 1000 gibt ungefähr 150, das sieht sinnvoll aus. Somit können wir die Attributtabelle wieder schließen. Beim Berechnen haben wir automatisch den Kantonslayer in Editiermodus gesetzt. Wir schalten den Editiermodus wieder zurück und werden gefragt, ob wir die Änderungen speichern.
Als nächstes wollen wir räumliche und thematische Abfrage kombinieren. Wir wollen herausfinden, welche Hauptorte zu einem Kanton gehören, der mehr als 200 Einwohner pro Quadratkilometer hat und zwischen 1800 und 1900 der Schweiz beigetreten ist. Wir bringen zuerst mal die nicht benötigten Resultate leer von vorherigen Aufgaben aus. Nun wollen wir die Fragestellung in zwei Schritten angehen. Als erstes wollen wir die Kantone finden, die die entsprechende Bevölkerungsdichte aufweisen und in dem gefragten Zeitraum der Schweiz beigetreten sind. Also, wir öffnen wiederum die Attributstabelle des Layers Kantonsgrenze und nutzen die Funktion Objekte über Ausdruck wählen. Hier schreiben wir das Statement Dichte größer 200 ein Beitrittsjahr größer 1800 Beitrittsjahr kleiner 1900. Wir führen nun die Abfrage aus und haben die entsprechenden 6 Kantone ausgewählt. Nun wollen wir in einem zweiten Schritt über eine räumliche Abfrage die entsprechenden dazugehörigen Hauptorte finden. Dazu wählen wir als Eingabelayer Hauptorte und als zu verknüpfender Layer Kantonsgrenzen und nur gewählte Symbole. Als topologische Operation wählen wir innerhalb. Weiteres Verknüpfungstyp 1 zu 1 und alle Datensätze verwerfen. Und wir starten die Abfrage. Wir sehen, dass wir die Hauptorte Aarau, Neuchâtel, Genève, Frauenfeld, St. Gallen und Lausanne erhalten. Und wir wären am Ende der Übung angelangt. Besten Dank fürs Mitmachen. So. Also, dann übernehme ich hier live wieder für die letzten Folien. Das waren die Videos, die Lernvideos 3 und 4, wie sie vorbereitet wurden von Fabian Binder von opengis.ch. Man kann im Chat schon jetzt Fragen stellen, ob schon ich jetzt noch absorbiert bin und möchte noch abschließen. Die Zeit ist um, bin da bereit für Fragen und Antworten, speziell eben auch zu den Erfahrungen vielleicht von Remote Blended Learning oder Online-Weiterbildung allgemein oder speziell mit QGIS. Ich danke vielmals. Ja, vielen Dank, Stefan. Wir haben jetzt keine Fragen im Chat, aber ich hätte allerhand Fragen, die ich auch noch stellen könnte. Jetzt würde ich mir vielleicht ein, zwei rausgreifen. Ja, tolles Projekt. Also es ist wirklich, denke ich mal, wichtig, dass wir auch Ressourcen bereitzustellen, damit diese tolle Software, die auch von der Community entwickelt wird, auch ja bei den entsprechenden Abnehmern ankommt. Und ich denke, das sind Schulen ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich hatte mal letztes Jahr auch Kontakt zu einer Initiative, die sich da für Deutschland ein bisschen
bemüht hat. Mich würde zunächst mal interessieren, das ist jetzt aber so gedacht, dass sozusagen beispielsweise eine AG, die jetzt irgendwie nochmal speziell was zu GIS machen will, da Ressourcen findet. Also ist jetzt nicht Teil des Lehrplans, oder? Nochmal, was ist nicht Teil des Lehrplans? Also das ist jetzt nicht sozusagen fester Teil des Lehrplans, das ist eher so, dass sozusagen interessierte Schüler sich da in der AG sozusagen das Geografie, Lehrer und Medien, Informatik und Lehrer wollte ich damit ansprechen, ursprünglich rein und habe dann gemerkt, das könnte man auch einfach für Selbstlerner brauchen, plus eben Quereinsteiger in dem Bereich Data Science oder Raumplanung. Und ich habe den Bezug, möchte ich noch mehr machen, zum sogenannten Lehrplan 21, wie der in der Schweiz heißt, da versucht man die Lerninhalte schweizweit zu standardisieren und es passt eben super gut zu den Lerninhalten und da gibt's in der Schweiz da sozusagen die kantonalen Verlage oder die pädagogischen Hochschulen, die so irgendetwas anbieten, aber die noch nicht so stark drauf sind, eben im Bereich digitale Medien oder eben wie so etwas wie QGIS. Und es ist also sozusagen ein fast tonnenfertiges Angebot an Geografielehrer. Ja. Genau. Ich hätte vielleicht noch eine didaktische Frage. Also ich habe auch mal so angefangen, für GIS-Fremde sozusagen auch QGIS-Schulungen ein bisschen zu machen. Wie ist denn das in eurem Konzept mit Einführung von so komplexeren GIS-Fragen, also Projektionssystemen? Wie handhabt ihr das mit sozusagen Theorie und Praxis? Also ich bin ausgebildeter Geograf und Informatiker und hier aber jetzt in einer reinen Informatik-Hochschule gelandet und habe in der Weiterbildung, aber eben auch Kontakt mit Nicht-Informatikern. Und im engeren Sinne gibt es das Thema Geoinformationssysteme oder Datenbanken mit Geometrieerweiterung. Und was ich bisher aber halt immer nur gemacht habe, weil es keine Geodaten sind, keine Geomatiker. Ich habe immer so crashkursmäßig das echt am Beispiel einfach ausprobiert und einfach zuerst machen lassen. Also einfach zuerst gesagt, ihr müsst euch drei Koordinatenreferenzsysteme merken. Das GPS-Koordinatreferenzsystem WGS 84, das Webmerkator und das Schweizerische, das Neuere von den dreien oder sowas. Und ich sage dann einfach, beginnt mit den GPS-Koordinaten, das kennt ihr, GeoJSON ist auch da drauf. Und das ist dann sozusagen erst, wenn es zum Problem oder zur Frage wird, so wie in Studentenprojekten, spreche ich das dann an. Also das geht bei uns nur crashkursmäßig und ich möchte mich da nicht zu viel aufhalten. Erst wenn sie auf die Nase fliegen mit irgendwelchen PostGIS-Funktionen oder sowas, kommt das dann auch wieder aufs Tapet. Genau, weil ich habe immer das Gefühl, dass es sozusagen das, was wirklich nochmal die höchste Hürde nochmal darstellt, ne? Also dass man dann aus Versehen versucht, seine geografischen Koordinaten irgendwie halt in einer metrischen Projektion zu importieren und dann sich wundert, dass die Sachen nicht an der richtigen Stelle sind. Ja, genau. Nee, super spannend. Also finde ich total klasse als Initiative. Werde ich mir auch nochmal im Detail anschauen. Also das, was ich gesehen habe, macht einen sehr guten Eindruck. Ich würde dir jetzt nochmal Gelegenheit geben, vielleicht nochmal letzte Worte zu sprechen. Vielen Dank. Also wie gesagt, das ist ein Projekt, bei dem jeder beitragen kann, speziell ganz einfach per Mail oder oder direkt im Repository, wenn man eine Idee hat oder einen Fehler findet. Ja, wunderbar. Dann danke ich nochmal ganz herzlich. Danke. Für das tolle Projekt, für den Vortrag. Ich verabschiede mich von allen Zuhörern und Zusehern auf Bühne 4.